Städelmuseum, Goethe, Tischbeingemälde, Fehlanzeige. Wer den Goethe sehen will, und zwar den Goethe 2010, der geht natürlich in Frankfurt in das Explorer Science Center. Und da ist er. Eine hervorragende Kopie des berühmten Malers Behrens Kau aus Offenbach. Und der Offenbäsche hat sich gedacht, naja, der Goethe, mit dem hat er sich vorher unterhalten, der würde ja jetzt, wenn er sein Lieblingsmuseum aussuchen würde, die Explorer wählen und dann nicht mit der Postkutsche nach Rom fahren, in die römische Campagna, sondern mit Lufthansa nach Los Angeles fliegen und sich an den Hollywood Hills rumtreiben. Und was nimmt er mit? Natürlich eine unmögliche mathematische Figur, immer Escher-Dreieck genannt, fälschlicherweise. Das Ding ist von Penrose. Und er nimmt eine rubinische Vase. Der Witz, optische Illusion, der rubinischen Vase ist, dass sie von zwei Gesichtern flankiert diese Form hat. Und wer genau hinguckt und wer mich kennt, und wenn Sie jetzt mal hingucken auf mein Profil, dann sehen Sie, dass das von Stief, dem Museumsdirektor, das Profil ist, das man hier und da sehen kann. So, und der Original Goethe ist zurzeit ja in Australien und Neuseeland unterwegs. Und aus diesem Grunde kann man das hier wunderbar sehen, mit vielen anderen optischen Illusionen in der Explorer in Frankfurt am Glauburgplatz.